Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Brickfischer und wie ihr wisst, ist nach dem Mock vor dem Mock und deswegen habe ich heute etwas Neues für euch. Ich habe mir gedacht, ich werde mir mal wieder so eine kleine Straßenzeile bauen und zwar würde ich so gerne Richtung Mittelalter gehen, je nachdem, wie sich so ein bisschen in den Fantasy-Bereich, also ich möchte mich da nicht festlegen. Ich habe mir hierzu eine 48x48 Platte von Lego besorgt. Und habe ja auch schon was angefangen zu bauen. Ich sag, der Gedanke hier dabei ist, ich werde hier eine gewisse Höhe machen, werde hier ein, zwei Höhlen reinsetzen, hin damit schon eine Platte hingesetzt. Das ist eine 20x20 Platte von Strictly Bricks, soweit ich weiß. Und da wird es einen Aufbau geben. Ich werde vielleicht hier vorne was hermachen, da muss ich noch gucken, dass ich das ein bisschen Umbau vielleicht, so eine kleine Aussparung, so eine Seite reingucken kann. Und obendrauf dann in der Mitte ein Weg und dann links und rechts eine kleine Häuserzeile. Das ist der Grundgedanke bei dem Ganzen im Augenblick. Wie sich es jetzt genau geben wird, ich weiß nicht. Mal schauen, was sich so einfällt. Was mir diesmal echt wichtig ist bei dem Mock, ist die Tatsache, dass ich mich hier nicht mit Innenausbauten aufhalten möchte, sondern die Häuser am Stück baue. Und mir ist diesmal wichtiger ist, dass ich die Beleuchtung schon hinbekomme, die ich wie immer mit Kimi Fun mache. Und das bedeutet eigentlich, dass ich die Häuser teilweise zwei-, dreiwändig bauen werde, damit es nicht durch die Steine scheint. Ich habe ja schon mal angefangen, was zu bauen, wie gesagt. Der Bereich hier hinten dran ist für die erste Höhle gedacht oder für das erste Special Feature, je nachdem. Und hier vorne dran habe ich dann mir, sind glaube ich Darkden 2x2 von Lego hingesetzt und versucht das Ganze in Erhöhung reinzusetzen. Macht das Ganze dann auch stabiler. Ich habe hier insgesamt 170 von diesen 2x2ern und ich habe hier noch von der Firma Simba Blocks in Grau, auch nochmal 200 Stück und was ist drauf ist, sind auch nochmal so, keine Ahnung, was wird denn das sein, 40 Teile. Insgesamt sind aber alle schon mal über 400, was im Augenblick dann da sein wird. Weil ich natürlich immer ein bisschen größer denke und eigentlich noch nicht sicher bin, wie groß am Schluss werden wird, habe ich mir überlegt, ich könnte mir noch die Platten hier besorgen, das sind 16x32 Platten. Die sind von Wange, die waren relativ billig, also Wange-Platten sind immer billig, muss man dazu sagen. Und, also die ist eigentlich, also man sieht, die ist sehr gerade, also, und auch sehr spitz. Die sind auch ein bisschen stabiler wie die anderen Platten. Und habe hier schon mal mit was Steines drauf gemacht, und zwar so ein Sägezahnmuster. Und wie ihr seht, passt es wunderbar hier rein. Und natürlich habe ich mir das Ganze zweimal überlegt. Na, husch, husch. So, zack. Das heißt, ich habe hinten eine richtig breite Fläche und kann hier vorne dran schön modellieren, je nachdem. Wie gesagt, es wird sich alles zeigen. Die besten Ideen kommen beim Bauen. Ein paar Grundgedanken habe ich da. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen und dann machen wir einen Zwischenpunkt. Bis dann. Und wir sind zurück. Man sieht, es hat sich einiges getan. Ich habe hier vorne die zweite Platte reingemacht. Ist alle zwei, hier vorne sieht man es ein bisschen. Ich habe hier sieht man schön. Ist im Endeffekt alle zwei oder hier außen dran, alle zwei Noppen, 2x2 Stein. Sind hauptsächlich alle von Lego. Kann ich auch gleich sagen. Habe hier außen ein bisschen Rand gemacht mit zwei langen Reihen. Die hier, das sind Slopes, die sind von Wangi, die sind vom Parlament of Ottawa. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, deswegen mache ich genau das damit. So. Ich habe hier mal die Wand gemacht, diese 10 Noppen hoch und hier vorne dran mit einer 2x4er Plate und einer 3er Plate und nochmal 2x4er Plate und so ein Greifdingsbums einen Stein nachgebaut. Und wenn ich das Ganze dann hier reinstecke, passiert erstmal noch nichts. Aber wenn ich das Gegenstück hier habe,
Und das kann ich dann hier reinsetzen. Also das ist der Plan. Zack. Passiert nichts, weil nichts. Warum passiert es nichts? Weil ich es falsch nachgebaut habe. Ja, weil es verkehrt rum ist. Ich trottel. Ja, der muss rein. Ich habe zwei. So. Und dann hält es nämlich auch ein bisschen fester und es knackt ein. Das Ganze habe ich dann auch für die Seite da drüben gemacht. Hoppala. Habt ihr das jetzt alles verrammelt, ne? Und dann habe ich auch noch gleich eine Nummer weitergedacht. Sagt, ich wollte zuerst hier so eine Plate draufsetzen. Aber wenn ich jetzt hier oben drüber das so mache, dachte ich mir, das ist total dämlich. Weil es verhakt sich. Und wenn ich die dann so mit einem Slope oben drauf setze, zack, dann fügt sich das. Ich mache mir das da hüben wieder raus. So. Und dreh mal, dann fügt sich das echt schön hier ein. So. Und wenn ich das Ganze dann nochmal baue, zack, und das auch hier so auf die Unterseite reinsetzt, habe ich hier eine Möglichkeit, dass ich problemlos ohne Anstoßen oben unten, weil man kennt, da ist eine Platte schief, irgendwas, eine Möglichkeit, das hier immer reinzusetzen. Und ich denke, das werde ich jetzt hier komplett durchziehen, wenn ich mal genügend Teile davon habe, weil ich habe leider nicht genügend graue Slopes. Aber prinzipiell ist das, finde ich, eine recht schöne Idee und ich werde es auch machen. Ich bin oben dran auf schön glatt. Und kann dann hier meine Steine rein drüber setzen später. Die hier hinten mache ich nur mit diesen Simba Blocks. Hier vorne dran kommen ganz normale Lego Steine hin, beziehungsweise Lego Panels. Und zwar die 3x4er Panels, wo es da gibt. Aus einem einfachen Grund. Die Steine von Simba Blocks sind ein bisschen dunkler wie die von Lego. Oder auch ein bisschen heller, also wenn man will. Das sind die Dark Blush Grey. Das sind die Simba Grau. Und hier haben wir das Lego Grau. Also man sieht hier so einen leichten Farbunterschied. Ne? Ist nicht schlimm. Ah ja, warte mal. Hier sieht man es eher. Also und das möchte ich eigentlich nicht zum als Sicht haben. Ich möchte es auch nicht mischen in der Hinsicht. Ich will eine schöne glatte Außen, eine schöne gleichfarbige, soweit wie es mit den Steinen möglich ist, Außenfarbe haben. Und ich denke, das wird einfach mit den normalen Lego Panels am besten laufen. Ich werde wieder diese, wie ich schon bei der Burg gemacht habe, die Panels verwenden. Es hat sich eigentlich recht gut bewährt. Und man konnte damit auch schnell viel Masse machen. Genau. So. So, jetzt haben wir das. Hier haben wir das. Im Augenblick habe ich eine Höhe von 10 Steinen angepeilt. Ich denke, das wird erstmal reichen. So ganz sicher bin ich mir leider noch nicht, weil ich nicht genau weiß. Ich habe was vorbereitet. Wie hoch der Innenausbau werden wird. Das ist doch so eine, wie soll man sagen, der Innenausbau des Berges, das klingt total bescheuert. Ne? Das ist aber noch so eine Zahl in der Dunkelheit, also so eine unbekannte. Ja, unbekannte trifft es am besten, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung. Wahrscheinlich mache ich auch noch mal eine Mitte auf und mache Querverstrebungen rein, dass ich das Ganze noch stabiler bekomme. Das zeigt sich dann aber auch erstmal wieder im Laufe der Zeit. Und das hier setze ich auch gleich rein, dass ich das dann später auch anlässlich mit einbauen werde. Ich glaube, ich mache es da hinten hin. Sagt, ich kann ja zu dem hier vorne schon mal was sagen. Ich habe mir hier so eine Räuberhöhle gedacht, mit ein, zwei Tunnels vielleicht noch, die ich hier eben noch reinmache.
dass die hier was klauen oder halt so eine kleine Beutehöhle haben oder irgendwie so. Ist ein Gedanke, ich weiß nicht genau, ob ich es so hinbekomme, aber ich denke eigentlich schon, sowas ist eigentlich kein Problem. Mit Slopes und so weiter sollte man das wirklich schön machen können. Ne? Und dann muss ich ja hier schon mal in Gedanken den Weg runterbauen. Was im Endeffekt heißt, ich kann nur hier hinten hochsetzen. Man muss hier schon anfangen, auf eine gewisse Höhe zu gehen, schon gesagt, weil hier soll so ein Weg runterlaufen. Das sind dann immer so Spezialitäten, Vorstellungen, die man so hat und die man sich dann eigentlich erst immer im Laufe des Baus genau und ordentlich erfüllen kann, wenn man dann mal so die ersten Sachen hat und dann die ersten ein, zwei Rückbauten machen muss, was dann in gewissen Fällen echt nervig ist, es sich aber leider nicht verhindern lässt. So, jetzt gehen wir hier bloß noch auf eine Dreierhöhe. Habe alles vorhin schön auf Zehner gebaut. Aber ich glaube, die Dreier macht hier mehr Sinn. Wir müssen ja eh nochmal Verstrebungen reinbauen, deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch. Ich werde hier auch nochmal ein paar Steins rein rausrupfen und werde noch andere Steine runtersetzen. Also, wie gesagt, damit ich hier einfach stabiler bekomme. Denn was ich immer finde, ist auch die Stabilität ist allgemein A und O. Ich habe das bei vielen Sachen gemerkt und musste da auch teilweise echt böse Erfahrungen sammeln. Wenn es angefangen hat, Sachen, dass sie einknicken oder sich verabschieden. Das heißt, man steckt da echt Arbeit und Gedankengut und Freude rein mit dem Bauen und dann hebt man es einmal an und es macht Knuck. Und es verabschiedet sich einfach alles. Das ist immer nicht so erfreulich, wenn man es mal so auf die sanfte Art sagen kann. So. Ich denke mal, das sind jetzt 170 Steine gewesen. Also das ist zack weg. Das ist nichts. Das ist unglaublich. Und man hat nichts gemacht. 170 Steine. Und hier, das ist der Rest von der. Und der Rest steckt schon da drin. Alter Schwede. Und man sagt, das sind alles schöne, große, dicke Steine. Also sagt, die machen mir echt Spaß immer. Ich erinnere mich vielleicht an meine Kindheit. Aber da hatte ich hauptsächlich Blau. Sagt, die alten guten Steineboxen in Blau oder Grün oder Gelbfarben. Das war eigentlich immer. Das war echt schön. Und da hast du so ein Ding gekauft. Ich glaube, die haben damals 10 Mark gekostet. Und dann konntest du dich zu Hause hinsetzen und konntest ein Haus bauen. Du konntest ein Haus bauen. Das war schon. Ist ja heute nicht mehr möglich. Sagt, bin ich froh, dass ich A, die gefunden habe. Und dass ich B, bei Brickling ab und zu mal Steine kaufe. Damit meine Kinder mal die Möglichkeit haben, ein Haus zu bauen. Also, das ist das, was ich jedem mal empfehle. Nicht immer der Meinung sein, hey, die guten Steineboxen von Lego, nein, das sind echt, die sind nicht gut. Ich finde sie grauenhaft, vor allem, weil sie einfach 20 verschiedene Farben drin haben, in 100 verschiedenen Steinen, wo man einfach nichts damit anfangen kann. Und dann kaufst du dir so eine Box für 20 Euro, 30 Euro, 50 Euro und du kannst nichts bauen, weil einfach die Farben fehlen, weil Steine fehlen, weil Türen fehlen, weil Fenster fehlen, weil Dachsteine fehlen. Es ist echt traurig. Aber naja, genug Jammer, was das angeht. Sagt, jeder findet seine Lösung. Ich habe meine gefunden. Und ich bin mir sicher, dass die anderen Leute auch ihre Lösungen finden, was das angeht. Und vielleicht zieht es ja auch Lego mal ein. Man prinzipiell sagt, die könnten mit zwei, drei Aktionen den kompletten Steinemarkt außenrum einfach nur lahmlegen. So, zack. Sie müssten einfach nur
wieder gescheite Steineboxen oder Einzelsteine-Möglichkeiten auf den Markt bringen. So wie Blubrix. Ich finde die recht super, die Dinger. 200 Steine für 15 Euro? 12 Euro? Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle top. Halt. Passt so nicht, so passt. So, echt super. Ja, also ich werde mir hier die nächsten paar Tage darum kümmern und werde Stück für Stück mal hochbauen und mal schauen, was ich so hinbekomme mit dem, was ich da habe. Was jetzt eigentlich echt nimmer viel ist. Sagt, ich habe hier noch irgendwo meine Gruselbox-Farben. Sehe ich jetzt gerade nicht. Ach, da liegt sie. So meine Restebox, was ich so rumballern habe noch. Von so Stein. Der hier ist von Mega, soweit ich weiß. Den will ich auch mit einbauen, denke ich. Und ja, die werde ich mal reinsetzen und dann vielleicht noch, was ich so in alten Kisten finde. Das sind ja ein paar bei mir unter dem Tisch. Und wenn ich das dann alles habe, dann denke ich, dass mir da auch mal, ich müsste da hinten den Tunnel her machen, weil da hinten ist es zu niedrig für einen Tunnel. So. Zack. Ja, immer gleich mitdenken. Ne? So. Ja, ich sag, das war's jetzt für heute erst einmal. War jetzt nichts Besonderes. War ein bisschen Gelaber, war ein bisschen Zeigen. War ein, zwei Sachen, wo ich ansprechen wollte. Falls euch das gefallen hat, was ich hier gemacht habe und ihr vielleicht mehr sehen wollt, ihr könnt mich abonnieren. Müsst ihr nicht. Ihr könnt das Video auch liken. Fände ich immer ganz cool. Müsst aber auch nicht. Aber über einen Kommentar würde ich mich freuen. Ob ihr auch sowas baut. Was für Steine ihr verwendet. Was ihr von den Lego-Boxen hält. Und so weiter und so fort. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.